Hautfokus. Ja, wunderbar. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Food Factory. Aber diesmal bin ich nicht der Star von dem Video, sondern den hole ich kurz. Es ist nämlich unser alter Bekannter, die Prep and Cook. Ich weiß, der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen so, warum kommt denn jetzt diese Maschine so als Star daher? Die ist doch eigentlich schon uralt. Ja, im Grunde schon, also... Ein Jahr ist sie jetzt alt, ist aber trotzdem immer noch aktuell das neueste Modell. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, kein Nachfolger. Noch nicht. Warum ich mir die Maschine nochmal aus dem Schrank gekramt habe, seid im Grunde ihr. Denn ich habe in letzter Zeit, wahrscheinlich weil Weihnachten ist, sehr, sehr viele Kommentare und Fragen gekriegt zum Unboxing-Video von dieser Maschine. Und ich habe mir gedacht, ja, dann ist mir erstmal so wieder bewusst geworden, oh ja, die steht im Schrank. Yay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht wirklich oft benutzt. Sie steht bei mir wirklich die meiste Zeit nur im Schrank. Und bis auf zwei Videos, die wir gemacht haben, habe ich sie auch weiterhin nicht benutzt. Doch, ich habe Eierlikör gemacht. Und genau den machen wir heute. Denn es ist irgendwie komischerweise immer die Standardantwort, die ich bekomme. So, hey, du hast einen Thermomix, hey, du hast eine Prep & Cook, hey, du hast was auch immer noch für Maschinen gibt. Und dann kommt immer die Standardantwort, aber die macht einen guten Eierlikör. Ich denke mir, okay. Ich kaufe mir so eine Maschine für den Eierlikör. Aber wir machen heute Eierlikör, weil ich habe nicht nur diese wunderbare Maschine, sondern ich habe hier auch richtig viele Eier. Normalerweise sind bei den meisten Rezepten immer Vanillinzucker mit drinnen, aber nein, nein, das machen wir nicht. Wir machen etwas Besseres. Erstens mal nutzen wir natürlich unseren selbstgemachten Vanillezucker und ich tue immer noch eine halbe Vanilleschote, also eine halbe Vanilleschote mit rein. Das gibt dem Ganzen natürlich nicht nur diese obligatorischen schicken Punkte, sondern natürlich auch einen viel intensiveren und viel geileren Geschmack. So, deswegen Vanilleschote halbieren und dann aufschneiden und mit dem Messerrücken dann einfach das Mark herauskratzen. So, und jetzt noch das letzte Ei. Die Eier haben wir getrennt. Wir brauchen nämlich nur das Eigelb für unseren Eierlikör. Das gibt uns nämlich die schöne Farbe. Übrigens nicht erschrecken, wenn ihr Eier kriegt von einem Bauern oder Biobauern oder wo auch immer. Das war zum Beispiel bei uns auf dem Bauernhof früher so, dass die Eier manchmal grün waren. Also das Eigelb war leicht grünlich. Das liegt nicht dran, weil die Eier schlecht waren, sondern weil diese Hühner sehr, sehr, sehr viel Auslauf hatten und somit alles Mögliche gefressen haben. Überwiegend natürlich Gras, Kräuter, alles drum und dran. Und deswegen das Eigelb ein bisschen grüner war. Deswegen, aber ihr seht eigentlich wirklich am Eidotter so, wie die Tiere gelebt und gefüttert worden sind. Hier brauchen wir natürlich nur das Eigelb, der Eidotter sozusagen. Und das Ganze müssen wir dann aufschlagen. Übrigens, Eiweiß nicht wegschütten oder wegschmeißen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit könnt ihr da richtig coole Passé-Teile draus machen. Die nächsten Schritte sind im Grunde sehr einfach, denn jetzt heißt es einfach alle Zutaten rein. 200 Gramm Zucker, dann noch eine Prise von unserem selbstgemachten Vanillezucker. Der dient eigentlich wirklich nur vom Geschmack. 250 Milliliter Sahne und jetzt kommt das Wichtigste, der Alkohol. Beim Thema Alkohol. Das ist euch überlassen, was ihr nehmt. Ihr könnt natürlich entweder die Edelmarke nehmen, was ich aber eigentlich schon sehr, sehr schade finde, weil ich persönlich bin jemand, Alkohol ist für mich ein Genussmittel, kein Rauschmittel, sondern wirklich nur ein Genussmittel. Und ich würde es, glaube ich, ein bisschen schade finden, das in einen Eierlikör zu verballern. Deswegen trinkt das lieber einfach mit euren Freunden, selbst an einem schönen Abend. Mazdrowie! Ich sage immer, nehmt einfach da einen eurer Lieblings-Wodkas. Ich nehme gerne Wodka, ihr könnt auch Rum nehmen. Ich finde aber Wodka persönlich ein bisschen besser. Den Deckel drauf. Wir stellen das Teil jetzt auf Maximum, also Stufe 10, 2 Minuten, dass es einmal richtig schön
richtig schön, ja, in der Fachsprache würde man jetzt sagen, emulgiert. Das heißt, wir wollen jetzt eine schöne Masse erzeugen. Das heißt, alles muss sich schön miteinander verbinden. Deswegen, ready, go! Wie ihr seht, hat sich unsere Masse jetzt wunderbar mit allen Komponenten verbunden. Man hat sogar die kleinen Vanillestückchen drin. Ich liebe das übrigens. Das zeigt immer von Qualität. Auch wenn es nicht unbedingt heißt, dass Vanille drin ist. Und zwar gehen wir jetzt auf Stufe 6. Die Temperatur gehen wir hoch auf 65 Grad. Das ist die optimale Temperatur. So wird unser Ei nicht gestockt, sondern es verdickt sich. Also es emulgiert. Und man tut damit natürlich auch das abtöten, was man nicht unbedingt drin haben will. Und von der Zeit her lassen wir das Ganze jetzt 10 Minuten werkeln. Die Hälfte ist jetzt von unserer Zeit schon rum. Warum machen wir das? Warum erhitzen wir das jetzt auf 65 Grad über 10 Minuten? Wir pasteurisieren das Ganze. Denn wir haben hier rohe Eier drin. Rohe Eier, ihr wisst, sind gefährlich. Auch wenn die Salmonellen eigentlich auf der Schale sitzen und nicht im Ei selbst drin, wie viele mal denken, weil Salmonellen ist natürlich ein Bakterium, das im Darm des Huhns drin ist und nicht in den Eiern selbst. Trotzdem ist es immer sicherer zu pasteurisieren, zudem machen wir natürlich auch die Haltbarkeit viel länger. Zur Haltbarkeit hilft natürlich auch unser Alkoholgehalt, der hier natürlich schön hoch ist. Wir haben hier 1:1 die Flüssigkeiten, das heißt, da ist ordentlich Alkohol drinnen. Von der Menge her hat es jetzt doch nur für 2 volle Flaschen gereicht. Macht ihr übrigens gut voll, denn desto voller die sind, desto weniger Luft drin ist, desto besser ist das für die Haltbarkeit. Aber wo Haltbarkeit? Dadurch, dass unser Ei pasteurisiert ist, dadurch, dass Alkohol drin ist, und zwar reichlich, ist das Ganze wirklich einen Monat haltbar. Wenn ihr allerdings die Flasche anbrecht, verbraucht es bitte innerhalb von 7 Tagen. Denn danach weiß ich einfach nicht, ob das so gesund ist, dann noch zu trinken. Ansonsten, ihr könnt es natürlich gerne im Kühlschrank aufbewahren, vor allem dann, wenn es offen ist. Stellt es aber davor ein bisschen raus, weil wenn ihr es im Kühlschrank lasst, wird das Ganze sehr dick und sehr schwer wieder aus dieser Flasche rauszukriegen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen dritten Advent. Trinkt ein Gläschen für mich mit. Ich verschenke immer gern Eierlikör an Freunde, weil selbstgemachte Eierlikör trinkt jeder gern gerade zur Weihnachtszeit. Also habt ihr jetzt auch schon mal coole Geschenkideen. Deswegen wisst ihr, was ihr jetzt machen müsst. Flaschen kriegt ihr übrigens meistens in Drogeriegeschäften oder natürlich im Onlinehandel. Schaut einfach gerne mal rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt die Ehre. Euer